Herzlich willkommen bei GI Momo News. Ja, heute zeige ich euch mal wieder ein Produkt, was super einfach ist, aber echt hilfreich sein kann. Es ist auch nicht wirklich neu auf dem Markt, aber möglicherweise kennen das einige von euch noch nicht. Und zwar geht es um die Situation, dass ihr auf dem Stellplatz seid, asphaltiert, fester Untergrund oder noch schöner, ihr seid in Südeuropa zum Beispiel, an der Küste, Kroatien zum Beispiel, steiniger Untergrund. Und ihr habt keine Chance, die Markise ordentlich zu befestigen, zu verankern, was natürlich bei Wind keine gute Idee ist. Deswegen gibt es hier diesen sogenannten Multi-Anker. Das ist ein Saugnapf, der an die Wand des Wohnmobils rangesaugt wird, ganz einfach mit zwei Handgriffen. Und der Fuß der Markise dann hier reinkommt. Das zeige ich euch ganz kurz. Also, das ist der, schauen wir mal hier, so sieht es aus. Das ist der eine Saugnapf und den befestigen wir an der Stelle möglichst nicht so mittig an der Tür hier oder so, sondern an einer festen, stabilen Stelle, da wo der Fuß nicht stört. Das kann man ruhig auch ein bisschen schräg anbringen, das ist kein Problem. Machen wir den mal kurz fest. Ich wähle dazu hier diese Stelle, die ist super geeignet bei mir. Also einfach dran und dann den Hebel hier runter und schon ist der Saugnapf richtig fest. Und dann können wir schon den Fuß hier reinsetzen. Und dann hier runter und schon ist der richtig verankert. Das machen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. So, das ist der zweite Fuß. Auch hier an geeigneter Stelle angebracht. Ich mache das mal hier an der Stelle dran. Hebel runter und dann ist der auch fest angesaugt. Dann machen wir auch hier den Markisenfuß rein. So, das ist jetzt fest. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Multi-Anker, der wird geliefert hier in so einer stabilen Box, den wir natürlich gut mitnehmen können. Wiegt insgesamt 2 Kilo, also es ist schön einfach und leicht. Und natürlich können wir jetzt die Markise noch weiter rausfahren. Hier zu Demonstrationszwecken bei mir im Garten macht das natürlich keinen Sinn, die jetzt groß auszufahren. Aber natürlich könnt ihr den Winkel jetzt beliebig anstellen, obwohl das in der Halterung schon drin ist. Das ist gar kein Problem. Machen wir auch mal kurz. Festmachen, andere Seite genauso. Und auch hier machen wir es mal ein Stückchen höher. So. Passt. So, ihr seht, das ist also quasi in kürzester Zeit fertig und hält wirklich. Ne? Bei Sturm und so gehört eine Markise eingefahren. Das sollte man hier auch machen, wenn es wirklich stark windet, aber für normale, gute Windverhältnisse, wie sie an der Küste oft sind, ist das wirklich klasse. Jedes von diesen Ankerteilen hat eine Zugkraft von 70 Kilo. Ne? Das hält also wirklich schon fest und ist eine tolle Lösung. Ich habe die immer dabei und empfehle euch das gerne. In dem Sinne noch viel Spaß bei weiteren Videos auf GI Womo News.